Servus Leute, weiter geht's bei Mario 3D World auf der Nintendo Switch. Wenn mir das gefällt, dann lasst gerne ein Abo da oben. Ein Abo nach oben da. Ansonsten viel Spaß bei der heutigen Folge, die ja schon sehr verpeilt losgeht. Und heute ist wieder Peachy dran. Hier im Sumpf der Kriechpiranhas. Lass uns ändern und dann. Peachy! Mal gucken, wie sie sich hier so schlägt. Oh Gott, wir sind ja klein. Wenn das eine Scheiße. Was hat denn der Schraubse in der letzten Folge gemacht, der Idiot? Offensichtlich nichts Gutes. Naja, wenn wir schon irgendwie schaukeln, das Kind. Aua! So, mach dich aus dem Weg da. Mach dich mal weg da mit deinem Vektor, du. Mach Platz da mit deinem Monster. Oh. Was? Nein! Warte mal, das muss auch so gehen. Hep, hep, jawohl. Ha, der braucht schon eine lustige Piranha-Pflanze dafür. Ich doch nicht, oh Gott. Ja, offensichtlich ich. Zu weit geflogen. Der braucht schon eine Piranha-Pflanze. Ja. Halt doch einfach deine dämliche Klappe. Wie wär's damit? Würdest du dir wahrscheinlich auch einen Gefallen mit tun? Ja. Scheiße. Aus dem Weg, du Nulpe. Ah, oh, jetzt aber. Nein! Oh, wie hast du das? Nein! Ja. Nein, halt nicht. Ich bin schon wieder zu hektisch, ich merk's. Ich bin schon wieder viel zu hektisch. Es ist nicht gut. Oh, hier unten eigentlich irgendwas. Ja. Ein grüner Stern. Nein, da will ich nicht hin. Das ist gefährlich. Das ist gut. Aber auch mit euren dusseligen Springen über die Piranha-Pflanze nach oben Dingern da, oder? Meine Güte. Yay. Ja, gehen wir nach Hause. Okay. Hier, tollen Pilz. Geil. Das ist genau das, was ich wollte. Oh, was ist das? Oh, cool. Und das ist zwei grüne Sterne. Jawohl. Yep. Dankeschön. Und weg hier. Weg. Und hüpf. Und hüpf. Und hier hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und oh Gott, ich will hier weg. So. Uiuiuiui. Immerhin zwei grüne Sterne geholt. Und den Stempel. Das muss reichen. Naja, gut. War okay, denke ich mal, oder? War jetzt nicht so extrem fähig. Geht besser, na klar, aber ich hab's geschafft, das ist alles, was zählt. Für mich. Zumindest. Gut. Level 2 von Welt 4 geschafft. Und wir kriegen einen Zwischenboss. Cool. Ich hätte gerne Items, danke. Ich glaube, das macht uns den Kampf nämlich leichter. Ich hätte gerne Danugi. Hast du verdient. Prinzessin sowas anzudrehen. Was fällt dir eigentlich ein? Unwürdiger Untertan. So. Na dann, schauen wir mal, wie das jetzt ausgeht. Aus dem Weg, Karumpelbande. 4A. Hau ab. Hau ab. Hau ab.
Ey, komm her! Tschüss! Easy! Mit Gerümpel kennt Peach sich halt aus. War ja auch genug bei Bau seiner Festung, um es zu sehen. Dass er mit Gerümpel so alles anstellen kann, ne? Da gibt es ja mehr als genug davon. Ich kann mir vorstellen, wenn man so Bowsers Festung sieht, teilweise. Mit Aufräumen hat es da keiner so unbedingt. Nein, diese Blöcke. Das kommt denn jetzt schon wieder irgendwie so. 4-3! Wieder das Ergebnis Deutschland gegen England. Tanz der ist gut. Und dann, wenn Deutschland wieder in das Spiel verliert. Was ja zuletzt häufiger vorkommt. Wie gegen Kamerun. War das Kamerun? Ich glaube ja. 2-0 besiegt haben. Nee, war das Kamerun? Ah, was weiß ich. Ah, oh Gott. Nein. Toll! Für ein paar. Oh Gott! Okay. Uiuiuiui. Oh Gott. Oh. Heiligsblechle. Das ist einfach viel von denen. Oh mein Gott. Bowser, welche das du wirklich antun möchtest. Viermal Peach. Brauchst aber einer schon nicht klar. Na gut, aber eine für Mario, eine für Bowser. Ist die Wirkung von der Kirsche nach. 5! Oh Gott! Ach du Scheiße. Ich werde jetzt sehr konzentriert, um keine Peach sterben zu lassen. Weil die bestimmt für irgendwas brauchen am Ende. Okay, was ist hier drin? Wir haben erst einen grünen Stern. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh, cool. Ja gut, hat ja funktioniert, nicht? Es hat ja funktioniert! Ich hab vergessen, welche Peach ich war! Ach, das Scheiße! Ich hab vergessen, welche Peach ich war! Hit! Okay! Das probieren wir nochmal, glaube ich. Hilft ja nichts. Naja, gib mir noch einen Zeiger. Lil. Okay, die schwebt nicht so richtig, wenn ich mit ihr im Sliden bin. Ich muss dann wirklich. Oh, das wird hart. Das wird hart. Das ist gerade nicht wirklich meine Stelle. Da wollen schaffen wir nicht so viele Level, wie ich eigentlich will. Wir werden immer 3 Level schaffen pro Folge. Ich glaube, heute könnte das ein bisschen schwierig werden, weil wir, glaube ich, noch ein bisschen hängen werden in unseren 25 Leben. Ich glaube, wir werden einstellig, wenn ich das schaffe. Weil die fliegt nicht so wirklich beim Rutschen, wie gesagt. Es gibt da bestimmt einen Trick, wenn man hier an der... Oh Gott. Okay, es geht doch.
Es geht, wenn man vorher das Rutschen loslässt, dann geht's. Okay, also merken, rutschen, loslassen, dann springen, dann funktioniert's. Oder das Rennen loslassen, kann natürlich auch ein Trick sein. Ja, aber das ist Rutschen oder das Rennen? Aber habe ich überhaupt das Rennen gedrückt? Das ist ein bisschen dämlich. Ah, ihr killt euch eh gegenseitig. Ich probiere es jetzt mal, weil ich nicht das Rennen gedrückt halte. Nee, dann macht ihr das nämlich so. Okay, ich muss das Rutschen loslassen und dann springen, offensichtlich. Damit ich keinen anderen Move mache, muss ich es Rutschen loslassen für die Sekunde und dann wieder drücken. Mag sein, dass ich mich gerade sehr dämlich anstelle, aber... So funktioniert und ich hätte hier unten noch mal... Kacke! Haha! Du Lappen! Ich hätte hier unten tatsächlich noch mal eine andere Peach gebraucht. Ja, gut, okay, ich habe das System erst so spät verstanden. Das kann natürlich auch mal vorkommen. Ist schon leicht irgendwo, aber egal. Mit dem Rutschen will gelernt sein. Das habe ich als Kind halt nicht viel gemacht. Und einiges erklärt. Okay, nächster Level. Einen packen wir noch in der Folge. Ich habe beschlossen, ist mir egal. Wir sind über 12 Minuten. Dann wird es halt ein bisschen über 15. Ist mir jetzt, ach, wurscht, wir schaffen das jetzt noch. Nein, ich meine, es ist kein Glücksspiel. Betreiben wir, heben es mal auf. Ich gehe noch ein Leben raus. 4-4, Abenteuer endet. Trampoline. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Töten. So. Gibt ja kein Item, was ich gebrauchen kann. Wer braucht schon Items, die er gebrauchen kann? Ich? Ah. Hui. Und? Manchmal ist ihr Schweben auch ein Nachteil. Erstmal eine Gehirnerschütterung für die Prinzessin. Ich sag's ja, manchmal ist ihr Schweben ein Nachteil. Ja, Glück, ich hab ihn nicht, aber jetzt. Immer noch nicht, jetzt aber. Du Ultra Instinct oder was ist kaputt bei dir? Was sagen, ey, stirb doch einfach mal. Weiß gar nicht, warum ich dich töten wollte, aber ich wollte dich einfach töten. So. Du musst sterben um des Sterbenswillens. Weil Bachis im Pilzkönigreich nicht gerade willkommen sind. Ja, gut, jetzt kommt mir ihr Geschwebse durchaus zugute. So, wir sind oben. Okay, dann gehen wir da vorne hin. Und das ist hoffentlich der erste. Bams, jawohl. Sehr gut. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich mag die Musik. Also der Soundtrack von dem Game ist schon wirklich extrem geil. Massenmord Peach. Scheiße! Ich was mit Massenmord Peach. So, Rache! Ich will Rache! So. Und dann gibt's doch bestimmt hier... Oh Gott. Da war nämlich hier. Da komme ich gar nicht hoch. Wie soll ich denn das anstellen? Gibt es hier irgendwelche unsichtbaren Blöcke? Brauche ich eine Katze? Das ist scheiße. Das ist ja doof. Bin jetzt kein Freund von, der hier eine Katze bräuchte. Zwangsweise.
Jetzt wird es keine gute Ausbeute in dem Level. Ach, der Stempel. Den krieg ich, den Stempel. Pass mal auf. Nein! Du blödes Viech! Nur ein Stern. Ach, toll. Ah, das war jetzt nicht so gut, gebe ich ja zu. Hat sich die extra Minute jetzt nicht gelohnt. Ich sollte trotzdem den Stern am Ende kein Problem bekommen. Wenn doch, muss ich halt aber offscreen zurückgehen und den Stern holen. Mist. Ui, nächste Folge gibt es ein kleines Rätselhaus für den guten alten Mario, der diese Welt auch hoffentlich beendet. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, die Besuchung, sonst macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Video. Ciao.